Sie lieben die Dunkelheit, denn sie ist ihr Schutz. In Herbst und Winter haben Einbrecher Hochsaison. Dämmerung und Dunkelheit erleichtern ihr Leben und mancher Hausbesitzer tut sein Übriges dazu. Er macht es ihnen noch einfacher. Einbrecher haben dann die Möglichkeit, zeitiger mit ihrer Arbeit zu beginnen. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass man mit Beginn der dunklen Jahreszeit entsprechende Sicherheitsmaßnahmen in seiner Wohnung oder in seinem Haus beginnt. Erster Anlaufpunkt für Einbrecher, die Türen. Garage oder Hauseingang sind oft kaum gesichert. Das muss die Polizei immer wieder feststellen, wenn sie nach Einbrüchen ermittelt. Dabei gibt es durchaus gute Möglichkeiten, die Türen zu schützen. Nur wie? Peter Kiewit demonstriert es an der Schautür. Ja, wir haben hier eine Mustertür mit Kastenzusatzschloss und Sperrbügel. Empfehlen wir immer ganz gerne, weil man kann hier einmal noch komplett verriegeln, sodass wir einen zweiten Verriegelungspunkt haben. Oder man kann hier auf Kontrolle stellen. Man könnte jetzt mit jemandem reden, etwas entgegennehmen, um zu überprüfen, ohne dass man Sicherheit aufgibt. Zweiter Anlaufpunkt für Einbrecher, die Fenster. Am Keller empfiehlt es sich, Gitter anzubringen, damit die Einbrecher gar nicht erst ans Fenster herankommen. Zugegeben, solche Gitter am Küchenfenster wären wenig kleidsam. Wie sichere ich solche Fenster? Wir haben hier ein Fenster, was der Widerstandsklasse 2 entspricht. Bedeutet, dass wir hier diesen Beschlag ausgetauscht haben. Der ist also anders als bei normalen Fenstern, die ungesichert sind. Und zwar sind hier sogenannte Pilzköpfe vorhanden. Und diese Gegenstücke, die Verriegelungsstücke, sind auch anders. Bedeutet, wenn das Fenster geschlossen wird, verhaken die ineinander, sodass man hier mit Hebetechnik nicht mehr weiterkommt. Hilfe geben geschulte Sicherheitsexperten wie Peter Kiewit auch individuell. Bei der polizeilichen Beratungsstelle gibt es Infos zu Gittern, Widerstandsklassen und Alarmanlagen. Welche Typen gibt es? Da gibt es also zwei Unterschiede. Da gibt es einmal die Außenhautsicherung. Da werden praktisch Kontakte in Türen und Fenstern eingebaut und Glasbruchmelder auf Glasflächen. Hier sieht man zum Beispiel einen Glasbruchmelder und hier oben oder hier sieht man halt diese Kontakte. Vorteil bei der Außenhautsicherung ist, dass man sich frei im Objekt bewegen kann. Nachteil ist natürlich der hohe Installationsaufwand. Im Gegenzug dazu gibt es Alarmanlagen mit Bewegungsmeldern, hier oben zu sehen. Hier ist der Nachteil, ist ein reiner Abwesenheitsschutz, denn wenn Sie in den Bewegungsmelder laufen, dann lösen Sie halt auch Alarm aus. Große Fensterfronten, viel Licht. Solche Terrassen sind schön und werden oft unverschlossen vom Hausbewohner zurückgelassen. Eine Unachtsamkeit, die manchmal bestraft wird. Übrigens ebenso wie die beliebte Fahrlässigkeit des Schlüssels unter der Matte.